Das ist ja mal ganz schlecht. Diese Scheibenkleistertürme müssen wir auch hier wegmachen. Chemische Verbindung. Wir brauchen dringendst Munition. Jetzt hätte Ed gern einen Caller. Ja. Wäre ich jetzt nicht abgeneigt. Haben wir hier noch irgendwas Wichtiges? Ich hätte gerne eine Werkbank jetzt. Und genug Zeug, wo ich mir hätte was machen können. Könnte es sein, dass Pistolen und Uzi die gleiche? Ja, das kann durchaus sein. Okay, dann machen wir es mal. Ne, warte mal. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen heiß. Ich gehe mal zurück. Okay. Sowieso nicht. Boah, geht ja gar nicht. Ja, komm, bring dich selber mit der Granate um, du Held. Kann doch nicht zwischenspeichern, das ist das Problem. Jetzt habe ich keine Dings mehr, ich werde irre. Boah, so, weiter zurück. Ich habe bald fast keine Munition mehr für den ganzen Krempel hier. Der scheiß Turm da. Hey, hier kann man durch. Ist ja praktisch. Gucken, wo uns das jetzt hinführt. Also man kann definitiv hier auch durch die Gegend schleichen. Man muss nicht immer den Konfrontationsweg nehmen. Aber ich bin ja dafür... Ich bin ja eher so der Typ. Abschiedsgeschenk. Im Kofferraum des Streifenwagens vor dem Gebäude ist ein Schrotgewehr. Ich sage es für dich dort hinter dem Himmel ist und lerne, wie man es benutzt. Alles klar. Wir gucken da gleich mal. Schrotmunition, das ist schon mal gut. Ich brauche aber noch mehr Munition. Viel mehr Munition. Da ist es. Zack. Ja, Pistolenmunition. Remington Schrotgewehr. Mal wieder eine. Haben wir zwei. Und können wir den eventuell so wegmachen? Wäre ja auch gut. Ah, so können wir es auch machen. Ja, lehre den Glauben des Schrotismus. Ein wahrer Krieger geht den Weg des größten Widerstands. Aber nicht, wenn du keine Munition hast. So, Mission erledigt. Sehr schön. Jetzt suchen wir aber mal die Karte ab für das nächste Nebenziel. Was ist denn das? Wir sind hier zwei Dinger. Regeln zur Überlebenskunst. Zwei Dinger. Spinnenaufklärer. Gepanzerte Spinne. Ach, die Dinger sind noch da. Werkzeug für Ryan. Okay. Können wir mal gucken. Können wir hier hacken? Oh, hacken. Ja, gut. So kommen wir noch nicht rein. Ja, ja. Ich weiß. Sei der Predator und nutze die Umgebung, mach sie zu deinem Freund. Ja, wenn es mal alles so einfach wäre, ne? Komm, gib mir Patronen. Hm. Macht er natürlich nicht. Werde eins mit der Macht. Ja, was denn? Entscheidet euch mal. Entweder Predator oder Star Wars oder Schuhe. Ich werde zu L. Ed Bundy. Pistolenmunition, das ist schon mal gut. Oh, hier geht's nach oben.
Du kannst Holzplanken zerstören. Aha. Das ist ja toll. Alive. Für Sparta, genau. So, immer looten. Auch die Toiletten, wenn möglich. Guck mal, Olli, unsere alten Rechner. Irgendwas was hier. Hier ist Benzin oder sowas. Okay. Geil, erstmal Let's Plays aufnehmen. Oh, oh mein Gott, die Welt wird sterben. Ed Bundy. Ja, Lars, ne? Du weißt ja, was du auch noch aufzunehmen hast, ne? Dein Lieblingsspiel. Ist ja wohl logisch. Aber er hat keine 4 Touchdowns im Spiel auf Pokal. Das ist richtig. Oh, mein Hund ist voll am Schnarchen, ey. L.A. Puls. Nachrichten aus aller Welt. Ich freue mich auch schon drauf. Als ein Sprecher des russischen Ministeriums für Atomenergie zum Ursprung der seismischen Aktivitäten auf einem russischen Versuchsgelände für Atomwaffen vor 2 Wochen befragt wurde, antwortete er nur, ich weiß nicht, welche seismischen Aktivitäten Sie meinen. Russland hat alle Atomtests freiwillig eingestellt und hält sich auch weiterhin an diese Entscheidung. Ja, na klar. Natürlich. Oh, hier geht es ja noch weiter nach oben. Oder auch nicht. So. Oh, Dietrich. Dann mal wieder raus. So, wo wollen wir denn hin? Ein Schäferhund schnarcht nicht, er fällt Bäume, dass sich kein Feind dahinter verstecken kann. Ja, nee, ist klar. So, ein Schuss, ein Treffer. Oh. So, ich wollte eigentlich zum nächsten Ziel. Hier so. Aha! Ha ha ha! Ich kann die nicht sprengen, ich habe keine Dings. Keine Rohrbombe mehr. Aber Gott sei Dank gibt es ja immer einen Alternativweg. Sehr einfacher, okay. Zack. Also wenn das hier schon so viel Munition gibt und so weiter, mache ich mir dann doch so ein bisschen Sorgen. Das ist immer ein gefährliches Zeichen. Wie ich finde. Was? Weak Point. Ah, in der Mitte. Red Eye. Alles klar. Das rote Auge ist der Schwachpunkt von den Dingern. Sehr schön. Drei Kreuze, wenn ich mir neue Munition oder so weiter craften kann.
Das gefällt mir alles nicht, wenn hier so viel Zeugs liegt. Das ist... immer gefährlich. So. Interessant, was hier alles ist. Handelsressourcen. Self-Division has definitely been here. Mhm. Verdammt. Okay. Okay. Ohrbomben. Yippie! What do we have here? Erstmal alles plündern. Tisch überprüfen. An attack order signed by Commander Baron. And it's only from a couple of days ago. Aha. Are you there? Yeah. Did you find anyone? Not yet. I'm going to the second spot. Maybe they're there. Whatever. Mhm. Mhm. Guck mal. Gewehr M16. Rucksack ist voll. Ich werd bekloppt. Sprengstoffmaterial. Werkbank. Hm, ich kann mich wieder in die Luft springen, genau. Ja, ich habe das M16, ich bin auch der Meinung, dass ich das schon habe. Aber wir könnten ja mal... Kann ich nicht herstellen, ne? Ist noch verschlossen. Wir könnten aber Munition herstellen. Oder Medikits, Dietriche... Pistole, Gewehr, Automatikgewehre. Ja, stell mal 40 her. Ich verballere jetzt mal unsere ganzen Dinger. Und Rucksack voll. Boah, sowas hasse ich immer, ja. Ja, hier, ne? Gegenstände, das ist M16, müsste es sein. Gewehr M16, genau. Zur Herstellung. Ja, es ist doof. Aber das Gute ist, man kann ja seinen ganzen Kram weiter aufrüsten, wenn man neue Fertigkeiten hat. Aber so wie ich die Sache sehe... Rucksack, das wäre für uns ja wichtig. Haben wir. Schneller Lerner. Sehr gut. Wissenschaft, Schlösser knacken, herstellen. Ah, verdammt. Kein Punkt mehr über, aber wir können jetzt die Knarre einpacken, glaube ich. Siehst du genau. Warum nicht? So, auf jeden Fall mal speichern. Dann gehen wir hier mal durch. Da war die Tür ja abgesperrt. Und Rucksack voll. Yeah. Medikit. Yes. Munition. Rohrgranaten für noch mehr Sprengaktionen. Die PCs sehen auch eins und eins wie aus Fallout, nur das letzte grünes Licht standardsgemäß haben. Was war das? Ah, ein kleiner Scheißer.
Mhm. Was ist denn da? Achso, da ist die Wand zum Raussprengen, ja. Dass wir hier rauskommen. Na gut, sprengen wir uns mal in die Luft, ne? Okay, da ist noch was zum Aufschließen. Sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Will ich wissen, was da ist. Wenn da was zum Aufschließen ist. Wird wahrscheinlich die Tür sein. Oh, hier ist noch einer. Naja, guter Chip-Lieferant. Intel lässt grüßen. Und AMD. Ja, knack. Na? Geht doch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich den jetzt aufgemacht habe, mit dem Dings, wegen den EPs. Nur wegen den EPs. So, ich wollte jetzt aber eigentlich wirklich mal darüber gehen, dahin. Das heißt, hier hoch, dahin. Da müssen wir dann sowieso hoch, also können wir auch da jetzt Abstecher machen. Alles klar. Da liege ich doch fast schon gesehen. Das war's. Eine Tasche. Sehr schön. Handelsressourcen wieder. Wie wir hier ganz selbstverständlich reinstapfen, ne? Egal, ob hier ein Terminator drin wäre oder Peng. Spielt keine Rolle. Eine wunderschöne Küche. Mhm. Gleich leuchten wir um eine Ecke, sitzt ein T-800 und sagt, I'll be back. Das wär's doch mal, wäre echt ein echter Running Gag. Waren wir hier schon drin? Kann das sein? So. Ja, ich glaube, hier waren wir schon drin. Ja, den kennen wir doch. So, wir sind hier. Wir müssen aber eigentlich in die Richtung, okay. Spiel gespeichert. Ach, schau an, in den Mülltonnen gibt es auch was. Check, check. Okay, links rum. In die Richtung. Ich will das Nebenziel wegmachen. Widerliche kleine Scheiße. Eigentlich wollte ich ja mit der großen Knifte ran. Ich warte ja darauf, dass wir die richtig krassen Waffen bekommen. Laserkanonen sozusagen, die Pulsdinger. Aber... sieht er noch nicht danach aus. I assume there's a fucking good reason you're going exactly the opposite of where you're supposed to be. Ryan asked me to look for something. Genau. Wir nehmen die Nebenmission mit. Mhm. Ah, da ist noch einer. Ein kleiner Scheißer.
Leise geht anders, ne? Aber es hat funktioniert. Irgendwas hat uns hier schon wieder erfasst. Das kann auch nur ich, ey. Mit einem Schuss, den ich down kriege. Noch einer. Ich werde irre. Alter, selbst diese kleinen Kacker hier, die sind echt schon böse. Was in den Wagen hier? Erstmal Überreste mitnehmen. Erinnert mich an die Dwemer-Spinnen. Ja, genau. Stimmt. Aha. Hier gibt es irgendwo wieder eine kaputte Wand. Okay, damit wir da raus können. Okay. Werkzeug. Ich baue mal welche. So, also entweder gehen wir hier per Tür raus. Wenn noch was Interessantes ist. Na ja, noch ein Medikit. Oh, was ist denn das jetzt hier? Haare nerven. Also ich würde mir jetzt schon mal so für die Spannung schon mal irgendwie so ein bisschen wünschen, dass wir mal auf dem T-800 oder sowas treffen würden. Oder von mir ist auch auf dem T-600 erstmal zum warm werden. Doch, die Haare sind da. Zu lang mittlerweile. Wie gesagt, würde ich mir schon irgendwie mal wünschen. Für die Action. Und dass wir dann natürlich vorher ein Plasmagewehr bekommen, damit wir eine vernünftige Chance haben. Wäre schon ganz cool. So, wo ist denn der Typ? Der muss hier irgendwo sein. Werkzeug für Ryan. Frage ist nur, wo? Hier ist die Werkzeugbank, aber das ist nicht das, was wir brauchen. Können wir auch durchkriechen. Machen wir mal. Ja, alles ist möglich, ne? Okay, hier geht's anscheinend runter. Oh, der hat aber auch lange nichts mehr gegessen. Na komm. Wir haben 13 Dietrich hier, das ist gar nicht mal schlecht. Es muss hier irgendwo sein, das Werkzeug. Werkzeugsatz. Bingo. Auch die Mission haben wir erfüllt. Sehr schön. Haben wir eventuell wieder eine Möglichkeit aufzusteigen? Ja, sehr geil. Dann machen wir uns mal überleben, herstellen. Da setzen wir einen Punkt rein. Dann können wir coolere Sachen herstellen. Ja, reicht doch. Bis jetzt knacke ich jedes Schloss hier. Alles gut. Angeber. ich habe Angst, hier Sprengstoff einzusetzen, ne? Ja, siehst du, ey, weißt du, der setzt hier den Sprengstoff ein und wir kriegen andauernd Schaden.
Die Schlösser werden noch schwerer bestimmt. Ja, ich gehe davon aus. So, wo geht's lang? Den haben wir. Wir müssen nach oben. Also nach da. Also wieder zurück. Das sollte ja nicht das Problem sein. Sagte er und lief in eine Horde von Terminatoren. Am besten noch die T-1000 oder die T-3000er Serie. You got what you were looking for? I did. Oh, good. Now get on with your mission. We don't have all day. Ich werde mal alles nachladen, was nötig ist. Damit wir gerüstet sind. Eigenschaft Sprengstoffleihe zieht den Schaden durch jede Explosion magisch auf sich, unabhängig von der Entfernung. Der ist gut. Ja, der ist gut. Hier, vorsichtig, hier ist wieder so ein Sprengding. Okay. Das ist nur das Ding. Ich laufe, nur mal so als Info, ich laufe mit der Taschenlampe rum. Ist nicht auffällig, ne? Warum auch? Kann man doch machen. In einer Welt voll Terminatoren kann man das so machen. Sollte man auf jeden Fall so machen, ne? Damit die auch einen auf jeden Fall sehen. Ganz wichtig ist das. Oh oh. Nah, it looked like a scavenger. We aren't too far from our new hideout. Maybe it's the guy who lives there. You know what? I think I'll introduce myself. The least I can do for leaving us all those resources? Shit. I might even give him a thank you card. Ich hab doch das Gefühl, dass wir hier doch schon mal waren. Hier waren wir doch schon mal. Hätten wir auch weitergehen können vorhin. Dieses Problem ist, ja, es sieht alles so gleich aus. Und ich mit meiner Orientierung wie eine Bockwurst. Kleine Spinne, okay. Nicht so dramatisch in der Regel. Mal ausmachen. Dann sehe ich dich besser, du Mistvieh. Na komm. Perfekt. So, Checkung. Ah, da ist noch ein Scheißerchen. In der Regel sind die Spinnen rot. Wenig sagen, ne? Aber das ist schon sehr auffällig. Alter, guck mal, wie die Ruinen stehen. Das ist echt. Das ist cool gemacht, muss man ehrlich sagen. Ich bewundere die Statik. Ah, da ist schon wieder ein Scheißerchen. Ab und zu ist die Uzi doch nicht schlecht. Vom Neubau bleibt nichts übrig. Deutscher Altbau, genau. Danke, was? Aha. Na komm. Na. On August 29th, 1997. Skynet, a computer system built to protect us, became self-aware. March forward! On that day, 3 billion people lost their lives. Judgment Day, as we eventually call it, marked the beginning of the war against the machines. Spread out! Then, came the annihilation line. A line that separated the living
from the dead. You're a resistance soldier. Time to act like one.